Ich bin Marie. Ich bin 21 Jahre alt und studiere seit 4 Semestern an der Uni Marburg Medienwissenschaften. Nach dem Abitur gab es bei mir natürlich einige Schwierigkeiten, was mit Rollstuhl logisch ist. Und im Arbeitsamt hat man mir damals halt gesagt, dass es da richtig wenig Chancen gibt. Und dann hat mir aber eine Freundin einen Tipp gegeben. Und so bin ich in Marburg gelandet, in einer Stadt voller Stufen. Ich wohne jetzt im KBH. Das Konrad-Bieselski-Haus liegt ganz oben in der Marburger Oberstadt. Ich wohne dort also mit anderen Rollstuhlfahrern und anderen Leuten, die Hilfe benötigen, zusammen, aber auch mit normalen Studenten, wodurch das Haus eben inklusiv wird. Wenn ich was brauche, nur um das System nachvollziehen zu können, dann klingel ich und dann kommt halt jemand, der mir hilft und das tut, was ich ihm sage. Was bedeutet, dass ich auch immer relativ klare Anweisungen geben muss, wenn ich was brauche, wenn ich es selbst nicht tun kann. Was nicht immer ganz einfach für mich ist, weil es ja auch Tage gibt, wo du mal keine Lust auf Leute hast oder wo du mal schlechte Laune hast oder echt einfach nur genervt von deiner Umwelt bist. Und dann überlege ich mir immer, lohnt sich das jetzt schon zu klingeln oder kann ich noch warten oder kommuniziere ich direkt hier, ey, ich habe schlechte Laune, akzeptiere bitte, dass heute nicht so viel mit dir rede. Genau so. Andererseits muss ich halt auch für mich akzeptieren, dass ich nur mit so einer Hilfe studieren kann und damit halt leben muss. No? Man kann es aber auch positiv auslegen. Und zwar kann man sagen, dadurch, dass ich immer auf Leute angewiesen bin, bin ich auch nie alleine. Und das ist eigentlich ziemlich schön. Wenn ich mir dann also von den Leuten habe helfen lassen, damit ich in die Uni kann, dann freue ich mich sogar meistens, dass ich dahin kann, denn ich mag die Seminare. Ja, der Lernstoff macht mir wirklich Spaß. Mein Lieblingsprofessor bei uns im Studiengang ist Andreas Dörner. Warum das so ist, kann ich aber nicht so genau begründen. Ich glaube, es liegt daran, dass er einen sehr angenehmen Humor hat. Wenn ich eine Frage stelle, mir auch das Gefühl gibt, dass ich halt ernst genommen werde und darauf eingehen kann und auch den Praxisbezug herstellen kann. Zeitliche Bindung. Also das heißt, es gibt das Programm, ist ich gehe also aus dem Seminar raus und habe das Gefühl, ich habe wirklich was mitgenommen. Und diese Art von Unterricht gefällt mir ziemlich gut. Wenn ich nach der Uni was tue, dann mache ich eigentlich genau das, was andere Studenten auch tun. Ich gehe mit Freunden weg. Ich gehe ins Kino. Ich gehe im Sommer viel Eis essen. Ich gehe in Bars. Trinke viel zu viel. Mein Tag ist also vollkommen normal und eigentlich bin ich doch, wenn man das so betrachtet, ein ziemlich langweiliger Mensch. Marburg ist für mich ein ganz großer Schritt Richtung Freiheit und Selbstständigkeit, aber vor allem Selbstbestimmung. Also Dinge, die man sonst als selbstverständlich betrachtet, werden für mich hier erst richtig lebbar. Gleichzeitig ist es aber in Marburg vollkommen abstrus. Diese Stadt ist, wo alles so perfekt für Rollstuhlfahrer scheint, obwohl überall Treppen und Stufen sind. Du stehst vor Bars, da sind Treppen, du stehst vor Eingängen, da sind Treppen. Oder wie haben die Gebrüder Grimm gesagt? Zu einem Haus gehst du sogar zu einer Treppe oben rein. Genau so musst du dir das vorstellen.
Und das behindert ja eigentlich noch viel mehr. Und das ist das Abstruse und Paradoxe, aber auch Schöne an Marburg. Wenn ich Marburg dann eines Tages verlassen muss, was ja, wenn man das so betrachtet, schon relativ bald ist, dann bin ich eigentlich relativ geknickt. Fast schon traurig. Denn die Leute, die man kennengelernt hat, die einem also ins Herz gewachsen sind, die du deine Freunde nennen darfst, die musst du zurücklassen. Und das ist egal, in welchem Lebensabschnitt du dich befindest, immer wieder hart. Gleichzeitig bin ich aber auch unfassbar gespannt, was danach kommt. Es ist halt dieser Reiz des Neuen. Und wenn man das beschreiben müsste, dann wäre es halt das Gefühl, was Neues unbedingt haben zu wollen, aber gleichzeitig das Alte, was sich bewährt hat, nicht hergeben zu wollen. Es ist also eine Art von Heim und gleichzeitig Fernweh. Ich bin Marie und das ist mein Marburg.